Sie sagen aber, bevor Sie es abziehen, ja? Ja, klar. Wie du den Schmerz beschreibst, wenn das Haar aus der Wurzel gerissen wird. Ich hab geschrien vor Lachen, ehrlich. 6.000 Euro, wenn es euch teilt, sind das drei für jeden. Bitte. Wenn Sie Ihren Zahlungen in den nächsten 28 Tagen nicht nachkommen, dann wird Ihr Laden leider zwangsgeräumt. Tut mir leid. Ich könnte auch unter einem Pseudonym schreiben, irgendein Frauenname vielleicht. Wenn ich jemanden brauche, der wie eine Frau denkt, dann nehme ich eine Frau. Ich war gerade beim Arbeitsamt. Es gibt überhaupt gar keine Jobs. Da sitzen Männer auf der Dachterrasse. Die lassen sich von Frauen mit nach Hause nehmen. Mir hat eine 150 Euro die Stunde geboten. Dir? 150 ja. Euro? 150 Euro. Ja, mir, 150 Euro. Ist das so unvorstellbar? Das ist unglaublich. Ist das nicht unglaublich? Wolltet ihr sowas machen? Nee. Natürlich. Was haltet ihr von Linda? Ihr pennt ja mit allen Frauen, die bei euch anrufen? Besser Sex für Geld als kein Sex und kein Geld. Wir haben uns übrigens überlegt, eine Orgasmusgarantie auszusprechen. Während wir auf das Essen warten, machen wir der Dame ein Kompliment. Warum? Du hast schöne Augen. Danke. Hast Lust, mit mir heute Abend was zu machen? Was meinst du mit machen? Sex oder Kaffee trinken oder Kino oder was? Wir könnten ins Kino gehen oder was trinken. Aber wenn du auf Sex bestehst, also ist es überhaupt kein Problem für mich. Ich mach vielleicht so ein paar anderen Männern einen Escort-Service. Was machst du? Für Männer? Für Frauen. Für Frauen, natürlich. Wie Richard Gere? Du? Jetzt geht's los. Ja. Ich? Was, ich? Ja, der Polizist ist da. Ich will einfach ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen reden. Mhm. Halten Sie mich doch ein bisschen. Auf dem Foto sahen Sie aber fitter aus. Es ist halt alles nicht so einfach. Langweilig Sie so ein bisschen. Jetzt fangen wir bitte an. Mein Mann kommt gleich aus der Sauna. Abend. Abend. Komm auch gleich zu Ihnen. Thank you.